So, hier sind unsere Zutaten für unser heutiges Essen. Hier ist unser Hackfleisch, unser Mais. Hier haben wir unsere Rosinen, ungefähr so ein halbes Glas, eine halbe Tasse brauchen wir dafür. Oliven haben wir hier, ein bisschen Speck, ein Ei, wovon wir nur das Eigelb benötigen. Gewürze wie Kümmel brauchen wir. Dann haben wir hier drei Zwiebeln liegen. Die Zwiebeln werden nachher einfach so klein gewürfelt, klein geschnitten, einfach ein kleines Stückchen. Die Oliven schneiden wir so in so kleine Ringe. Und noch eine Paprika. Die Paprika schneiden wir auch grob klein. Und Milch. Und das war's eigentlich auch in unseren Zutaten. Ich heiße euch herzlich willkommen hier in meiner Küche. Ich bin Henderson Cook und wir sind bei Dynamic Food. Und wir fangen direkt an zu kochen, Hackfleisch anbraten und dann nach und nach geht's weiter. Bis gleich. Bis gleich. So, wenn die Pfanne heiß ist, mache ich etwas von unserem Dynamic Öl rein. Hackfleisch dazu. Schön lösen, dass das nicht zusammen wird. So, unser Hackfleisch hat eine schöne Farbe. Jetzt kommen unsere drei Zwiebeln dazu. Einmal kurz durchrühren. Und schmoren lassen. Nach 2-3 Minuten schmoren kommt unser Speck dazu. Die Zwiebeln schon so leicht durch sind und unsere Paprika. Kurz durchrühren und weiter schmoren lassen. Jetzt kommen unsere Oliven dazu. Und wer es kann, der schwenkt die Pfanne. Wer es noch nicht kann, dem werde ich das beibringen. Ich werde ein kleines Do-Yourself-Pfannenschwenken-Video machen, irgendwann mal für euch. Ich kann es nämlich mit der linken Hand nicht und das will ich auch gerne lernen. Jetzt kommen unsere Rosinen dazu. Wieder verteilen. Die Pfanne wird immer voller. Wir stellen die Temperatur runter. Unsere Temperatur geht bis Stufe 3. Ich stelle es auf 1,5 ungefähr. So, mehr als die Hälfte gehe ich runter. Und lasse das jetzt hier ein bisschen ziehen. Und dann werde ich das gleich würzen. Mit Salz, Kümmel und Pfeffer. Ja, hi, wir sind jetzt hier unten auf dem Boden. Ich habe keine Steckdose mehr frei gehabt, also machen wir das mal jetzt hier. Ich habe hier meinen Mais, den berühren wir jetzt. So, unsere Maispampe ist hier fertig. Sieht super lecker aus. Hier geben wir jetzt unser Eigelb noch rein. Dann verrühren wir das einfach. So, jetzt alles schön auf eine Ebene bringen und jetzt gießen wir Milch dazu. Wir geben nur so viel Milch dazu, bis es komplett, ja sagen wir mal, bedeckt ist. Meist saugt alles auf noch. Da kommt Besuch. Das schreibt meine Frau. So, noch den letzten Schuss. Nochmal verrühren. Wenn man frischen Mais nimmt, dann sollte man noch ein bisschen Zucker dazu tun. Aber wir haben jetzt Mais aus der Dose genommen, der hat meistens ja schon eine schöne Eigensüße. Also braucht man eigentlich nichts dran machen. Wer mag, kann hier auch noch ein bisschen Kümmel dazu tun. Aber das haben wir ja in unserem Hauptgericht ja schon drin und Fleisch. So, dann gehen wir mal hier rüber. Hier ist unsere Schale. Jetzt geben wir unsere Hackfleischmasse hier rein. Schön verteilen. Den Ofen heiß machen und in der Zeit lassen wir den Mais noch stehen und einsickern. Und jetzt kommt unsere Maispampe hier. Die verteilen wir auch. Ein bisschen zurücklassen, weil man ja nie weiß, wo nachher noch eine kahle Stelle ist. So. Ecke brauchen wir noch was.
Wenn man wollen würde, könnte man natürlich auch noch jetzt prima Parmesan drüber packen. Das würde auch natürlich richtig gut schmecken. So. Alles wunderbar bedeckt. Jetzt kommt unsere Pastel de Choclo in den Ofen bei 185 Grad, etwa 15 Minuten. So, unser Essen ist soweit. Hier so eine Kante rein. Man könnte es natürlich mit Käse überbacken, dann wird es fest. Aber wir wollen ja die gesunde Variante für den Sportler. Ja, wir haben unser Pastel de Choclo fertig. Hier ist unsere Portion, sie dampft vor sich hin, wunderschön. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Das Essen ist kinderleicht, geht ratzfatz und ist auch noch sehr gesund dazu. Ich bin euer Hennes und ich wünsche euch einen guten Appetit.